Möglichst lückenloser Lebenslauf, Berufsberatung in der Schule und zeitnahe Vermittlung in Arbeit. Guten Morgen! Die jungen Menschen von heute lernen in der Schule, dass es nur um Leistung geht. Da wird nicht ruhig vor sich hingedudelt und sich erfahren. Nein, da werden Noten vergeben. Da wird gesagt, das hast du richtig gemacht und das hast du falsch gemacht. Du bist besser als der andere und du bist schlechter. Und das nur anhand von einem bestimmten Zeitpunkt, in dem man Wissen reproduziert. Der junge Mensch von heute muss sich von Anfang an klar unterordnen und bewerten lassen. Ein Recht auf eigene Entscheidung, eigene Erfahrung, die sein eigenes Leben betreffen, die ist begrenzt. Weil ein 14-Jähriger weiß eben doch nicht, was seinem Leben gut tut oder was nicht. Eventuell weiß er es wirklich nicht, aber er wird es auch nie lernen, wenn er seine eigenen Entscheidungen nicht treffen kann und dann aus diesen Fehlern lernt. Wir haben die Schulpflicht, die jungen Mädchen und Jungen bis ins hohe Teenageralter wirklich quasi zwangseinweisen. Das ist Status quo, das müssen wir einfach akzeptieren. Wenn es Petitionen gibt, verlinkt ihr mir, ich unterschreibe dir, Schulpflicht abschaffen. Gut, aber das ist nun mal so. Und dann, wenn das Gesetz quasi spätestens mit der Volljährigkeit nicht mehr offensichtlich die Menschen versklaven kann, setzt die dann bereits ausgerichtete Gesellschaft das Werk fort. Da wird dem Schulabgänger ganz klar von allen Seiten vermittelt, er müsse jetzt irgendwas machen, er muss seine Karriere vorantreiben, er muss doch fürs Alter vorsorgen. Altersvorsorge, gutes Thema, oben Infokarten. Es geht nur um das Geld, nur um die finanzielle Sicherheit, ne? Und natürlich auch um familiären Erfolg. Ne? Partnerin suchen, also eine Partnerin suchen oder einen Partner suchen und Kinder haben. Ne? Und dass sie ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft werden und dann eben auch wieder die jungen Menschen wieder in diese Bahn lenken. Der Wert besteht nämlich daran, das System am Laufen zu halten und diese ganzen neuen Generationen, Kinder, Jugendliche in dieses System des gleichgeschalteten Denkens zu drücken. Dass vielleicht irgendwann nach 16 oder 18 Jahren der emotionalen Sklaverei und Vergewaltigung des Geistes, indem man ständig die Gefühle deckelt und diesen jungen Menschen passgenau machen möchte, dass irgendwann mal überwunden wird von diesem jungen Menschen. Zumindest hat er das Potenzial und er hat das Recht. Ein junger Mensch hat das Recht, auch mal an seinem eigenen Selbst selbstständig zu arbeiten, sich selbst zu erfahren, sich zu entwickeln, seinen Geist, seine Liebe. Sich zu spüren. Wer ist das, der da denkt? Was ist da auf mich aufgesetzt worden? Und was entsteht in mir intrinsisch? Dass dann eben wirklich mal der Zeitpunkt gekommen ist, wo die jungen Menschen, die eben nicht schon zu sehr abgeschnitten und deren Seele angepasst wurde, einfach mal die Welt entdecken, wie sie es für richtig halten. Das ist was Grundpositives, was wir unterstützen sollten. Dass sie nicht nur vom Gesetz, sondern auch von Menschen wie uns, die sie lieben, dass sie ermutigt werden, dass sie ihren Weg gehen können. Ich persönlich selber habe übergangslos bis 30 Jahre einen wunderbaren Zinnsoldaten abgegeben mit kleinen Eruptionen, sage ich mal. Aber grundsätzlich habe ich stumpf gelebt. Ich habe mein Abitur gemacht, ich habe direkt BWL studiert, mich noch idealerweise ausmustern lassen, weil ich farbenblind und rückengeschädigt bin, um dann eben sofort übergangslos wechseln können in ein Studium, dann übergangslos in eine Arbeit wechseln können, schnell viel Geld verdienen können und damit wieder viel Geld in den Staat gepumpt. Ich persönlich war nicht so stark und so informiert zu erkennen, dass ich dann nach der Schule, nach dieser Zwangszeit erstmal Zeit für mich brauchte. Ich gehörte zu dem großen Teil der Menschheit in Deutschland, wo die Schule ganze Arbeit geleistet hat. Ich habe nichts mehr hinterfragt. Ich habe gemacht, was mir aufgetragen wurde. Ich bin hinaus in die Arbeitswelt und habe meinen Arbeitskittel jeden Morgen vom Haken genommen und abends wieder dran gehangen. Dabei das ganze System am Laufen gehalten und andersartige und bewusstere Menschen angegriffen und verhöhnt. Ich habe ihn vorhin mich lustig gemacht über die Ökos, über die Hippies. Ne? Ist ja auch mein Video vom Saulus zum Paulus ohne Infokarten. Aber auch dank des Internets erreicht die Bewusstheit auch mittlerweile durch unseren Kanal hier
auch die jungen Menschen. Und in meinen Live-Talks rufen 14-Jährige an, die so reif sind, dass ich vor Freude weinen möchte. Und ich will Euch allen da draußen sagen, unterstützt diese jungen Menschen mit allem, was ihr habt. Das sind die Menschen, die die Menschheit retten werden, die sie geistig weiterentwickeln und durch neue Ideen mit Mut und ohne Angst und Panik die Welt reformieren werden. Wann immer ihr Gespräche verfolgt, wann immer ihr selber Entscheidungen trefft und wann immer ihr generell junge Menschen in dieser Phase begegnet, der Bewusstheit, macht ihnen Mut. Macht ihnen Mut, mutige Entscheidungen zu treffen. Auch keine Ausbildung anzufangen. Nicht aus Faulheit und kein Bock, was diese Menschen sich dann sagen lassen müssen. Die müssen nicht sagen, du bist ja nur zu faul. Nein, sie sind bewusst und sie müssen nicht gegen diesen gesellschaftlichen Druck behaupten und sagen, ich mache keine Ausbildung. Ich gehe in die Welt, ich mache Work and Travel, ich mache ein soziales, freiwilliges soziales Jahr oder was auch immer, um sich selber zu erfahren. Oder sie nehmen sich einfach so Zeit. Macht ihnen Mut, sich selbst zu finden. Erstmal überhaupt ihre Existenz zu verstehen und zu spüren. Und nicht das, was man von ihnen erwartet. Das haben sie 18 Jahre ertragen. Lasst ihnen die Zeit, die sie brauchen, und ermutigt sie dazu.